Hallo, Paraguay Live. Ich bin der Pitt und wie immer herzliche Grüße an alle YouTuber. Das heutige Thema: Auswandern. Und zwar, warum auswandern? Vielen Dank wiederum für eure Fragen. Viele, wirklich sehr, sehr viele, haben mich gefragt. Eben diese oder ähnliche Fragen, warum wir aus Deutschland ausgewandert sind. Und in diesem Video werde ich euch darüber erzählen und auch, wohin auch die Deutschen auswandern. Im Hintergrund seht ihr unsere Palmen und dahinter im Prinzip auch die Pferde. Also bleibt einfach dran. Ganz kurz noch zu uns, jetzt ohne Mikrofon, die Vögel im Hintergrund könnt ihr wahrscheinlich hören. Auch einer von den Gründen, warum man auswandern sollte. Aber ganz im Ernst, ganz kurz zu uns, wir sind gebürtige Polen und sind 20 Jahre in Deutschland geblieben, also im Prinzip schon einmal von Polen nach Deutschland ausgewandert. In Deutschland grundsätzlich ganz zufrieden. Wir haben zwei Firmen gehabt. Es hat Spaß gemacht. Man konnte Geld verdienen, man konnte Geld sparen. Man konnte reisen und man war grundsätzlich sehr zufrieden. Nach dem Motto, freies Land für freie Bürger. Aber das war Geschichte. Und deshalb sind wir auch ausgewandert, wie es heute ist. Die meisten von euch können, glaube ich, mir persönlich auch in den Kommentaren sagen. Ich bin ja schon 38 Jahre weder in Polen noch in Deutschland. Bis dann. So, es geht um die Fragen, warum auswandern? Und ich habe so eine kurze Umfrage gemacht, also per E-Mail, und habe also wirklich relativ viele Antworten bekommen und wollte mit euch es kurz einfach besprechen, okay? So, ich schaue mal. Also eine von den Antworten, warum auswandern? Weil es um mein Leben bzw. um ihr Leben geht. Gute Antwort, oder? Dann haben wir auch, weil es sich Leistung in diesem Land, also sprich Deutschland, Schweiz oder auch Österreich oder auch anderes Land, nicht mehr lohnt. Ich denke, das ist auch ein gutes Argument. Weil Sicherheit ein Lieblingswort von den Deutschen ist. Also wahrscheinlich meint hier jemand die fehlende Sicherheit. Oder die sich veränderte Sicherheit. Dann kamen auch drei oder vier Antworten, weil das Wettbewerb viel zu eng wird. Also es wird einfach zu viel des Guten. Ist auch ein Argument. Dann kommt, was ich ja auch wichtig fand, eigentlich natürlich auch die Politik beziehungsweise Bürokratie und das Sozialstaat. Also da finde ich wirklich einen guten Ansatz, wo man anfangen sollte. Es lohnt sich wahrscheinlich kaum mehr, effektiv in Deutschland zu arbeiten. Dann geht es um die Regierung. Aber ich denke, Politik lass mal lieber. Also man muss flexibel sein, was auch in Deutschland wahrscheinlich fehlt. Also es geht immer noch, was ich lesen kann, um die Bürokratie. Also weil es hier also zu Lande anrüchtig ist, dass es geht immer noch um Deutschland. Wenn man mehr als 5 Arbeitsplätze im Lebenslauf nennt. Ich denke, das ist auch ein gutes Argument.
Das ist so wie bei den Japanern. Man sollte wahrscheinlich in Deutschland schon, ich sage mal, wie sagt man, 20 Jahre alt sein und 40 Jahre in einer Firma gearbeitet haben. So ungefähr. Was kommt noch? Ah, da steht auch, weil Gleichheit und Gerechtigkeit verwechselt wird. Es darf, sagte derjenige, einfach keine Arbeitslosen geben. Ja gut, da habe ich dann meine Schwierigkeiten, ganz ehrlich gesagt. Aber gut, vielleicht hilft mir mehr. Und weil die Zukunft als bedrohlich gilt, also das finde ich eine gute Möglichkeit beziehungsweise einen guten Grund. Ja, also es geht um Jobs, Rente, der Staat, also Vaterstaat verarmt und so weiter. Es geht auch um die Selbstständigkeit, also um die fehlenden Möglichkeiten. Also da kann ich auch bei Wörtchen drüber sagen, man hat es gearbeitet, mal locht und es kam immer weniger. Das heißt also, man hat länger gearbeitet, mehr gearbeitet, aber für die gleiche Leistung viel weniger erhalten. Sei es durch die Steuer, ja, sei es durch Abgaben und. Also ihr wisst wahrscheinlich selber besser. Also zumindest diejenigen, die wirklich selbstständig sind. Ja? Hier sehe ich gerade, da hat der Hans geschrieben, weil man schon an der Uni nicht für die Leistung und Schnelligkeit belohnt wird, sondern bestraft. Also bestraft wird, das sehe ich genauso. Also meiner Ansicht nach, es lohnt sich wirklich kaum zu arbeiten, weil diejenigen natürlich das in den allerwertestens die Leistungen reingesteckt bekommen. Und die arbeiten, die werden dafür bestraft. Stimmt's? Schaut euch jetzt an, bitte, wohin Deutsche auswandern. Zumindest nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. Ich habe da so meine Zweifel. Man muss aber ganz ehrlich dazu sagen, dass die Statistik aus dem Jahre 2016 ist. Von daher denke ich mir, dass heutzutage die Statistik etwas anders aussehen dürfte. Was sagt ihr dazu? Bitte um eure Kommentare. Nächster Grund, was ich auch, sage ich mal, gut finde. Also es geht um die Inflation und um die Steuern natürlich. Also es ist genau genommen, schreibt jemand, weil die Inflation alles auffrisst, was die Steuern übrig lassen. Zum Beispiel 6 Monate im Jahr arbeiten für den Fiskus. Bei Einführung des Euro wurde der EM 2:1 getauscht. Stimmt's? Da war ich auch dabei. Heute sind die Preise nominell gleich, wenn nicht höher. Also viele sagen, dass die Preise wirklich enorm gestiegen sind. Das geht, da fand ich noch eine Antwort. Sehr gut, sehr witzig sogar. Warum der Grund zum Auswandern? Weil es zum Glück Alternativen zu diesem Land gibt. Also in diesem Fall war es ja Deutschland gemeint. Gut, man kann ja lachen drüber, man kann ja weinen, aber es muss man alles ernst nehmen. Es sind wirklich sehr, sehr viele Gründe, warum man auswandern sollte, bevor es zu spät ist. Und ich möchte, dass ihr auch an der Umfrage teilnimmt und einfach unter in den Kommentaren einfach ihre Gründe, sei es für die Auswanderung oder sei es gegen die Auswanderung. Bitte eure Meinung drunter, am besten in den Kommentaren. Okay? Ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema und ich bin ja sehr gespannt, wie es
durch ein Video eventuell beeinflusst wird. Aber bitte ehrlich um eure Meinung. Okay, vielen Dank. Ich bin wirklich gespannt, wie eure Meinung zu diesem Thema ist. Also, warum die Deutschen oder grundsätzlich, warum die Ausländer auswandern? Das ist wirklich sehr interessant, weil viele von euch sicherlich haben auch ihre eigenen Gründe, die natürlich mit meinen Argumenten nicht übereinstimmen müssen. Also für uns ist die Freiheit das Wetter und. Ich habe schon Videos gemacht über 5 oder eigentlich über schon 8 Gründe, warum wir ausgewandert sind. Und da kann man sicherlich noch zumindest 5 dazulegen, werde ich auch ein extra über das oder über die Gründe einfach machen. Okay, da gibt es nämlich auch sehr, sehr viele Anfragen. Also zuerst vielen Dank für eure Opinionen, bitte eure Meinung drunter. Einfach die Likes nach oben. Das Video bitte nicht vergessen, teilen. Sei es auf Facebook, sei es auf Twitter oder Instagram oder auch einfach weitergeben an eure Bekannten, die Interesse haben an einer Auswanderung. Also vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bitte fleißig Vorschläge aufschreiben, was interessiert euch. Also die meisten Videos mache ich bzw. machen wir für euch, damit ihr eben euer Leben ohne Fehler anfangen könnt. Okay? Also in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video. Danke, ciao, ciao.